Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon XD, der dunkle Sturm. Im letzten Part haben wir die Krallmaschine bekommen, unser erstes Krypto-Pokémon gefangen, ein Teddiursa. Und zudem wurde Professor Klein entführt. Und jetzt stehen wir hier in Portaportus, sollten eigentlich das Ersatzteil abholen. Ja, allerdings der Typ nicht da, sondern bei Dr. Abacus. Aber wir haben immerhin einen Evolutionsstein von Sevoli direkt bekommen. Können wir aussuchen, was wir nehmen. Wir sind natürlich auf Blitzer gegangen und wir stehen jetzt hier in Portaportus rum und werden uns die Stadt noch ein bisschen angucken. Bevor wir letzten Endes zu Dr. Abacus gehen. Einfach auch schon, um hier ein bisschen rumzukämpfen. So, ich würde mal sagen, wir hauen mal schnell Merkel als erstes weg. Kryptodunst. Genau, hier gibt es nämlich auch noch ein paar mehr Krypto-Attacken. Es gab, glaube ich, zwei oder so im ersten Spiel, aber jetzt gibt es tatsächlich mehr. Dunkler Nebel senkt den gegnerischen Fluchtwert. Extrem schneller Schlag von dunkler Aura umgeben. Denn hier sind wirklich um einiges mehr Krypto-Attacken gekommen, dazugekommen. Und diese Krypto-Attacken sind nicht nur insofern anders, dass es halt mehrere davon gibt, die unterschiedliche Stärke und sowas haben, sondern auch, wie man gleich sehen wird, dass Krypto-Attacken sehr effektiv sein können. Das ist nicht mal so ungefähr. Krypto-Attacken sind gegen normale Pokémon immer sehr effektiv. Aber gegen Krypto-Pokémon nicht sehr effektiv. Ja. Was das Ganze ein bisschen interessant macht, man kann dadurch nämlich relativ gut Krypto-Pokémon auch schwächen, weil man halt mit Krypto-Attacken nicht viel Schaden macht. Und ja, dann kann man da halt schön immer irgendwelche Krypto-Attacken auf die Pokémon einsetzen und macht halt wenig Schaden, weil sie eben nicht sehr effektiv sind, die Attacken. Solange man halt ein Krypto-Pokémon im Team hat, natürlich. Auf jeden Fall eine gute Sache. So. Den Typen haben wir auf jeden Fall erstmal erledigt. Aber wer hätte das denn gedacht? Ich verliere gegen ein Kindchen wie dich. Aber im Singen würde ich dich schlagen. Aber ich habe es versprochen, hier hast du dein Preiskindchen. Dem 45. Okay. Was haben wir denn da? Anziehung. Na gut, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Welches? Schlecht ist uns Evoli männlich gut. Aha. Gut, können wir das nämlich auch gleich triggern. Wunderbar. Flops. Soweit, so gut. Alles bereit. Möchtest du mich sprechen? Jo, der Ersatzteilladen gehört uns. Hm? Du brauchst ja ein Ersatzteil? Wo ist dein Opa? Er ist sicher wieder zu Dr. Abacus. Ach, wenn ich mein Opa sich für irgendein ausgefallenes Maschinenteil begeistert, lässt er alles stehen und liegen und vergisst den Laden und mich vollkommen. Ich finde das Ersatzteil schon, das du brauchst. Komm doch bitte in unseren Laden. Und ich glaube, Junk war sogar... Mann, Opa sollte wirklich glücklich sein, so einen aufmerksamen Enkel wie mich zu haben. Junk ist, glaube ich, tatsächlich sogar einer aus dem ersten Spiel. Achso, ich hätte erstmal rübergehen können. Na, egal. Und zwar einer aus dieser Untergrundstadt hier, der uns geholfen hat mit dem Computerzeug. Das ist, glaube ich, Junk gewesen, oder? Weil zumindest hat er da irgendwie mit dazugehört. Das war auf jeden Fall eins dieser Kinder dort unten. Hi, du. Es gibt eine Insel weit vor der Küste von Portaportus. Sie ist umgeben von gefährlichen Strömungen, so dass man sie nicht erreichen kann. Natürlich wäre hier keiner so dumm, sich der Insel zu nähern. Das ist alles? Gib mir irgendwas. Ich bin extra hierher gekommen zu dir. Mann, Mann, Mann. So, dann drehen wir halt eins weiter. Und eins weiter. So, rennen wir mal hier durch. Ohne Geländer, ohne nichts, aber das Meer ist relativ schön. Hi du, was stehst denn du hier hinten rum? Hallo mein Junge, musst du lange reden, lege dir gleich los. Du möchtest auch kämpfen, nicht? Jo, gerne. Wo
Gute Antwort. Ein munterer Kampf mit einem munteren Kerlchen. Kann nie schaden. Los geht's. Normalo Colin. Was macht ein Typ wie du hier? Man könnte dich voll einsperren. Nur mal so. Du würdest nie wieder hier wegkommen. Es sei denn, dir hilft dann irgendwann wie einer. Aber gut. Teddy Wasa. Blitzer. Los geht's. Oho. Ein Krypto-Ladybar. Eieiei. Auf Level 10. Na gut. Würde ich mal sagen, hauen wir erstmal das Schaltini weg. Ah, sehr schön. K.O. mit einem Schlag besiegt. So, Ladybar auch mit dem Krypto-Knall. Natürlich ist auch das sehr effektiv gegen uns. Das müssen wir auch noch beachten. Aber wie gesagt, das macht dann halt dafür nicht allzu viel Schaden. So, ich hoffe auch, dass mein Tackle nicht allzu viel Schaden macht. Oh, der Crit. Na gut. Gut, dieser Crit war sogar in Ordnung in diesem Fall. Au. Kannst du das doch nicht machen, einfach meinen Blitzer hier verhauen. So, werfen wir mal direkt einen Pokéball. Und falls es nicht drin bleibt, folgt ein weiterer Krypto-Knall. Aber Ladybar hat eine relativ gute Fangrate, also es sollte wahrscheinlich drin bleiben. Wunderbar. Hier ist im Bodenschad. Gut, damit haben wir ein Ladybar bekommen. Tja, was eine Flaute. Ich würde sagen, ein Satz mit X, das war wohl nix. Diese Maschine an deinem Arm ist ein echter Renner. Wie diese Lichter blinken und ehrlich, ich bin schwer beeindruckt. Ehrlich. Und für eine Sekunde dachte ich, du hättest mein Pokémon geschnappt. Weißt du, mein Junge, seit unserem Kampf fehlt mir ein Pokémon. Das war ein ganz besonderes und wertvolles Pokémon. Und es war ein Geschenk. Ich weiß nicht zufällig, was zu ihm geworden ist. Doch, ich hab's. Mann, Mann, Mann. Kriegt's nicht mal mit, wenn man ihm Pokémon klaut, also echt. So. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall schon mal ein Item. Flupp. Drei Pokebälle. Wunderbar. Und hier. Ein Leuchtturm. Mit einem Trank. Ich frage mich, ob wir aus Polder Portus heute noch rauskommen in diesem Part. Ja, hier gibt es doch einiges zu entdecken. Aber gut, bisher lohnt sich's ja. Hi. Nanu, hast du die Treppe genommen? Das sieht man selten. Die meisten Leute würden einen Aufzug benutzen. Sicher trainierst du für irgendwas. oder der Aufzug funktioniert nicht. Das ist die nächste Möglichkeit. So, da ist ein weiteres Item. Einen Aufwecker. Schön. Ich sollte vielleicht mal zwischendurch speichern. Nicht, dass es dann irgendwann doch mal hier abstürzt oder so. Das wäre leicht doof. Oh, hi. Wenn ich von der Spitze des Leuchtturms nach unten gucke, fühlt es sich an, als würde ich nach unten gezogen. Gruselig. Und dieses Gefühl wird immer stärker. Oh. Ja, kenne ich aber auch so ein bisschen. Ich bin ja auch ein bisschen höhenangstlastig. Aber ich gehe trotzdem gerne klettern und ähnliches. Keine Ahnung. Oh, das ist eine coole Aussicht. Mal schön Ersatzteil laden und alles sehen. Siehst du die Insel da in der Ferne? Sie ist immer von dunklen Wolken umgeben. Wenn die Wolken nicht wären, könnten wir herrliche Sonnenuntergänge beobachten. Ich sehe aber leider nicht den Weg. Hey du da, du siehst aus wie ein Trainer. Jemand gab mir ein unglaublich starkes Pokémon und ich werde es an dir testen. Ach, schön.
Krypto-Pokémon werden wieder an Leute random übergeben. Aber gut. Ich meine, ein unglaublich starkes Zubat. Wir dürfen ein Zubat trainieren. Ach, schade aber auch. Ich hätte so gerne ein Zubat trainiert. Boost. Ah, wir haben Schlecker gelernt. Cool. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir dieselbe Taktik wie vorher. Machen erstmal das normale Pokémon K.O. Okay, gut, dass du Teddy Ursa angreifst. So viel hält Blitzer nämlich gerade auch nicht mehr aus. Ich sollte es mal irgendwie heilen. Ah, und da haben wir den Kontramodus. Wodurch sie sich jetzt inzwischen selber verletzen durch den Kontramodus. Aber nicht mehr durch den Krypto-Angriff. Zumindest nicht durch diesen. Es gibt, glaube ich, einige, die so funktionieren wie Bodycheck dann wieder, aber im Original wäre der Krypto-Angriff einer, der dann das Pokémon selbst verletzt hat. Im Kontramodus ist einfach nur, es hat keine anderen Attacken eingesetzt. So, Krypto-Fessel. Blitzer kann nicht fliehen. Und der Ursa auch nicht. Oh, okay. Horrorblick auf beide Pokémon, das ist interessant. So, machen wir nochmal Tackle. Klappt doch wunderbar. So, jetzt sollten wir es auch wieder fangen können. Booja! Damit haben wir Bertha besiegt. Das Pokémon war einfach zu schwach. Und Pfiffchen wird ins Team aufgenommen. Yeah! Das war eine Pleite. Ich trat der Organisation bei, weil sie mir ein super starkes Pokémon geben wollten, das angeblich was ganz Besonderes ist. Was genau war da jetzt das Besondere daran, dass ich super schnell besiegt wurde? Welche Generation ich meinte, fragst du? Sie sagten, sie hätten nicht genug Rücklagen und könnten mir deswegen keine Uniform geben. Wahrscheinlich sind sie arm wie Kirchenmäuse. Okay. Na gut. Wie du meinst. So, ist hier sonst noch irgendwer? Scheinbar nicht. Es hat sich aber auf jeden Fall schon mal gelohnt, hier hochzugehen. Hallo Michelin-Männchen. Was zur Hölle ist mit diesen Grafik-Glitches los? Ernsthaft? Auch? Nein, nur sie. Okay. Gut, haben wir ein Pfiffchen? Das ist doch was Gutes. So. Und ein paar Items noch abgestaubt. Wunderbar. So, das war aber immer noch nicht alles, was wir in Portaportus machen können. Deswegen meinte ich ja... Ach Gott. Ich dachte, hier komme ich wenigstens wieder zur Hauptinsel, aber nein. Hi. Magnetilo. Hi, Mann. Ich lebe hier in Portaporto schon seit vielen Jahren, aber einen solch imposanten Kreuzer sehe ich zum ersten Mal. Mit diesem Kreuzer kommt man bestimmt an jeden Ort dieser Welt. Ich würde liebend gern einmal mit so etwas reisen. Okay. Dafür muss ich jetzt mit dir quatschen. Ah, na gut. Ach, verdammt, nur eins. Dann bitte zweimal in die Richtung. So. Jetzt kommen wir tatsächlich auch mal wieder zurück. Die Tür da oben steht immer noch offen. Na da. So. Wo kann ich mich jetzt hier eigentlich heilen? Gute Frage. Nächste Frage. Gibt es hier ein Pokécenter oder sowas? Bevor ich hier noch irgendwen anquatsche zum Kämpfen. Ah ja.
Das sieht doch ganz nach einem aus. Ah, sehr schön. Natürlich. Bum, bum, bedadim. Ah, okay. So. Jetzt haben wir mal wieder geheilte Pokémon, das ist gut. Dann quatschen wir hier mit der Raserin. Raser sind ja immer so ein bisschen... Sicher gibt es zwar immer viele Hitzköpfe, aber sich mit Kindern anzulegen geht zu weit. Hm, dieser Kerl von eben. Ich kann mich nicht erinnern, ihn in dieser Kien schon einmal gesehen zu haben. Okay. Dann wollte sie doch nicht kämpfen. Na gut. Du weißt Bescheid, nicht? Nö. Ach, wirklich? Nein, der Kerl ist ja wohl besser. Das solltest du nämlich wissen. Ach so. Ja. Okay. Ich weiß Bescheid. Oh Gott. Ich wollte doch nicht nochmal mit dir quatschen. Ich wollte nur, dass es schnell weggeht. Ah. Lass mich gehen, danke. Ob dem Schopfer irgendwas haben, was ich möchte, gerade? Ich vermute fast nicht. Also, was sollte ich da... Ach, ist doch egal. Ich bin Eigentümer des Itemshops. Was war das jetzt? Okay. Whatever, man. Hi, du. Möchtest du kämpfen? Derzeit gibt es wenig Arbeit für Seeleute. Sie treiben sich meistens im Krabby-Club herum, um sich die Zeit zu vertreiben. Also sind alle ein bisschen grobschlächtig. Kultivierte Menschen wie ich können nichts mit ihnen anfangen. Hoffentlich sind sie bald wieder auf See. Du siehst schon aus wie so ein kultivierter Mensch. Hi. Aber Junge, in den Krabby-Club dürfen nur starke Trainer. Ich schätze, ich würde dich reinlassen, wenn du mich besiegen kannst. Los, lass uns kämpfen. Aber gerne doch. Seemann Pete. Ja, wir kommen tatsächlich nicht dazu, den Typen zu finden. Das müssen wir auch gar nicht. Wir müssen ja eigentlich jetzt nur noch zum Ersatzteil laden. Ah, stimmt auch wieder. Ganz vergessen. Wir müssen ja gar nicht mal zu Dr. Abacus gerade. Egal, volle Kanne drauf. Blitzer natürlich mit einem relativ guten Spezialwert. Da funktioniert der Biss gleich um einiges besser. Na, noch Pfiffchen. Macht momentan seine Arbeit ganz gut. Na, geht aber noch in den Kontra-Modus, okay. Das ist eine gute Animation, wenn er verliert. Du bist tatsächlich recht stark. Ich erkenne großes Potenzial in dir. Je mehr du kämpfst, desto stärker werden auch deine Pokémon. Es liegt an dir, wie viel Einsatz du zeigen möchtest. Und übrigens, es stimmt gar nicht, dass nur starke Trainer in den Krabby Club dürfen. Mir war so langweilig, da dachte ich, ich könnte dir einen kleinen Streich spielen. Haha. Ja. Na ihr? Wenn so wenig los ist in der Schifferei, dann sitzen wir buchstäblich auf dem Trockenen. Und blasen Trübsal. Ist das so, Matrose, oder? Ei, ei. Keiner traut sich, den See zu stechen wegen der rauen Winde. Bis auf so einen Typen, der auf seinem Luxuskreuzer raus will. Ist doch komisch. Ist doch so, Matrose, oder? Ei, ei. Wer so einen Superkreuzer besitzt, der muss doch elendreich sein. Ich meine, damit stinkreich sogar. Ist doch so, Matrose, oder? Ei, ei. Wenn einem jemand was erzählt, dann hört man gefällig zu. Ist das so, Matrose, nicht wahr? Ei, ei. Ah! Hallo im Krabby Club. Yippie, Herr Opulus hat wieder den Hahn aufgedreht. Yippie, ich werde schlimm, bis ich umfalle. Nee, mach mal halblang. Du bist noch zu jung für diese Plätze, mein Kleiner. Ja, lass sie auftreten. Bell, Bella. Diese Mädchen sind das bestbezahlte Duo im Krabby Club. Sie nennen sich die Magier. Sie können singen, tanzen und sogar recht gut zaubern. Das geniale Dreifach-Duo. Ich liebe sie. Ja, ihr seid die Größten, die Magier. Dreifach du? Ich sah vor einer Weile diesen offenbar recht betuchten Herrn und seine Begleiter nach oben in den VIP-Raum gehen. Das alte Herr ist hier seit ein paar Tagen, das Gesprächsthema schlechthin.
Na da. Normalerweise mache ich keinen Umsatz, wenn keine Schiffe einlaufen. Na dank Opulus rollt der Rubel. Jeden Tag spendiert er den Gästen hier eine Mahlzeit und Getränke. Der Opulus muss Kohle ohne Ende haben. Okay. Aha, hallo. Hm? Ach, ihr seid die Kinder von vorhin. Danke, cooler Mann. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Ach das, ich habe nur einen Narren in seine Schranken verwiesen. Das ist längst vergessen. Okay, mit Opulus selbst kann ich auch nicht sprechen. Opulus geht hier im Portaporto seinen vielen geschäftlichen Angelegenheiten nach. Und wir werden noch viele Geschäftsreisen unternehmen. Wenn ein seltener Moment der Ruhe und Entspannung kommen ist, dann möchte er ihn auch entsprechend genießen. Stört ihn jetzt also bitte nicht. Okay. Hey, wie geht es dir? Sehen wir uns doch mal den Blitzer an. Wahrscheinlich sehr zu mögen. Der Blitzer scheint sehr glücklich bei dir zu sein. Okay. Okay. Ach, ich kann sogar hier rein. Das wusste ich noch gar nicht, dass ich hier hinten rein kann. Wieder was Neues herausgefunden über ein Spiel, was ich mal wieder neu spiele. Ach, ich liebe es, wenn man immer wieder Neues rausfindet. So, da hinten können wir auch noch nach oben. Heute ist mein erster Auftritt, ich bin so aufgeregt. Mir gefällt es gar nicht, nach den großartigen Magiern auftreten zu müssen. Sie sind schließlich absolute Stars. Das Krabbi-Bärchen ist vollkommen ruhig. Sie sind eben auch echte Profis. Wir gehören zu den Stammkünstlern des Krabbi-Clubs. Wir sind die Ältesten und waren am längsten hier. Unsere Pokémon-Pärchen-Nummer ist die weltbeste Nummer überhaupt. Solche Anfänger wie diese Magier werden uns niemals ausstechen können. Unser Krabbi-Pärchen Krabili und Krabetti macht sich bereit für seine große Show. Ist nicht so, hm? Krabili und Krabetti? Okay. Dann quatschen wir noch mit dem Magier. Talalalali, flotter Schritt in der Bühnenmitte. Wir arbeiten gerade. Wenn du ein Hologramm haben möchtest, dann komm später wieder. Ich dachte, man könnte hier ein bisschen kämpfen, aber anscheinend nicht. Na gut. Haben wir das wenigstens auch noch abgeschlossen, aber ich war irgendwie der Meinung, dass man hier im Krabbi-Club kämpfen kann. Huh. Na gut, holen wir uns noch das Ersatzteil, damit wir wenigstens irgendwas geschafft haben am Fortschritt in diesem Part. Tut mir leid, dass keiner da war. Du brauchst also ein Ersatzteil, stimmt's? Hochsicherheitstresor? Hier ist es, ich hab's gefunden. Bitte sehr. Das ist ein sehr seltenes Stück, dieses Ersatzteil. Es hat etwas gedauert, bis die Bestellung eintraf. Wie geht es dem Laborchef Professor Klein? Was, der Laborchef wurde von fiesen Typen mit Krypto-Pokémon entführt? Komisch, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas nochmal passieren würde. Ja, es ist definitiv dieser Junk. Ich hoffe, der Laborchef wird bald gefunden. Ich vertraue auf dich, ich gebe nicht auf. Alles klar. Gut, dann würde ich aber auch sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Wenn es dann nun auch letzten Endes zurückgeht zum Pokélabor, denn das Ersatzteil haben wir jetzt. Also, bis dann!